Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich einen ziemlich kunterbunten Amazon-Haul für euch. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe in der letzten Zeit ein bisschen was bei Amazon bestellt und möchte das einfach hier mal so ein bisschen zeigen. Dadurch, dass wir alle zu Hause sind, ist es leider so, dass wir nicht so wirklich in die Geschäfte reingehen können, um uns Deko oder sonstiges Zubehör zu bestellen. Was ich persönlich auch ein bisschen schade finde. Irgendwas macht Sammy hier schon wieder. Egal. Und genau, deswegen habe ich das jetzt einfach mal hier so ein bisschen gesammelt. Außerdem geht heute eine Aktion von Emarco wieder los. Ihr kennt die Firma wahrscheinlich schon, wenn ihr den ein oder anderen Amazon-Haul von mir auch schon gesehen habt. Das ist eine Firma, mit der ich schon länger zusammenarbeite und wo ich auch wieder einen Rabattcode habe. Und zwar auf die Produkte, die ich euch zeige, das müssten 4 Stück sein, glaube ich, ja, gibt es 30% mit dem Rabattcode. Ich habe euch alles unten in der Infobox auch nochmal separat verlinkt. Alles, was ich hier so zeige, das dürften auch weitestgehend dann natürlich Amazon Affiliate Links sein. Das heißt, solltet ihr über diesen Link bestellen, bekomme ich eine kleine Provision. Es ist für euch aber in dem Sinne nicht teurer, ganz im Gegenteil. Wenn ihr die Produkte von Emarco zum Beispiel mit meinem Rabattcode nehmt, ist es sogar noch günstiger. Ja, supi. Der Rabattcode geht übrigens einen Monat, also von heute 19.02. bis zum 19.03. Und ich starte einfach mal mit den Sachen von Emarco. Das ist ein bisschen random durcheinander, sage ich mal, weil ich bei Amazon auch wirklich alles Mögliche hole. Ich hole mir Fashion, ich hole mir Lifestyle, ich hole mir Kram. Ich habe mir sogar für unseren Soda-Stream schon so Nachfüllviecher geholt, weil die günstiger sind als bei uns im Supermarkt, ne? Also ja. Ja. Und weil wir keine mehr hatten und ich mit Amazon Prime das am nächsten Tag bekommen habe. Das ist auch sehr praktisch. Okay, ich fange jetzt einfach mal an. Hier habe ich einen leeren Karton. Kann ich euch gleich auch nochmal das andere Produkt zeigen. Genau. Da habe ich mir nämlich diese Tischlampe ausgesucht. Die schaut so in ihrem Karton aus, aber ich glaube, der Karton ist für euch relativ irrelevant, obwohl ihr könnt sehen, wie dünn das ganze Ding ist. Das ist 45,5 cm hoch und das Kabel hat eine Länge von 1,50 m. Es ist eine schöne Lampe, ne? Also die wird halt sehr kompakt geliefert, das seht ihr auch. Denn die Lampe hier mit dem Ständer so reinzukriegen, ist natürlich so eine Sache. Die musste ich auch ein bisschen zusammenbauen. Ne? Das heißt, ich musste auch von hier unten das Kabel durchschieben und dann unten drunter auch dieses Vlies dran machen. Kann ich euch an dem Objekt am besten zeigen. Also hier habe ich tatsächlich die Lampe. Die steht jetzt auch immer bei mir hier so an der Seite im Hintergrund. Ich mag das sehr, sehr gerne, dass man hier dieses gebürstete, weiß ich nicht, Stahl hat in diesem Golddesign. Da habe ich mir auch noch ein paar andere Sachen geholt, die werdet ihr gleich auch sehen in diesem ähnlichen Material. Die Glühbirne musste man sich selber organisieren, also die war nicht im Lieferumfang enthalten, ist nicht schlimm, die habe ich sowieso hier, weil ich, glaube ich, in der Lampe, die übrigens auch von Amazon ist, die ich euch auch in der Infobox verlinken wollte, genau, die habe ich mir auch bei Amazon letztens bestellt. Die habe ich, seitdem ich hier diesen Raum umgestellt habe. Genau, deswegen hatte ich mir nämlich diese Lampen, die ich euch auch in der Infobox verlinken kann, bei Amazon bestellt. Es ist hier wirklich ein Hardcore-Amazon-Haul, Leute. Genau, ja, hier hat man halt diesen Lichtschalter, ne, es ist mit einem Kabel. Und ja, je nachdem, welche Lampe man reinmacht, es ist halt diese E27er-Fassung. Eigentlich müsste ich hier diesen Klebi auch nochmal abmachen, um das Ganze ein bisschen cleaner zu haben. Aber ich finde die ganz schön, ne? Wie gesagt, man musste die ein bisschen zusammenbauen. Jetzt fussel ich hier rum. Das ist wieder so ein typisches Claudia-Ding, ne? Reden und fusseln gleichzeitig. Ich musste dieses Ding hier unten auch dran kleben. Das kommt halt ganz normal wie so ein auf der anderen Seite halt, ne? Dass da eine Folie drüber ist und dann muss man das dran kleben, nachdem man das Kabel hier durchgefusselt hat, weil man hier natürlich noch dieses Ding oben dran schrauben musste, weil das so selbstverständlich nicht in den Karton passt, ne? Und weil Emarco die Sachen halt so einpackt, dass sie kostengünstigst verschickt werden können, um sie halt ohne Versandkosten oder so anbieten zu können. Das ist eine ganz schöne Geschichte und das ist halt genau der Stil, den ich liebe. Man sieht es auch tatsächlich ja, durch das Hintergrundlicht, was ich hier habe. Das ist eine Stehlampe, ja, die habe ich mir auch bestellt, kann ich euch wie gesagt auch in der Infobox verlinken. Die mag ich sehr gerne, habe ich hier halt als Hintergrundlicht, aber ich hätte mir die auch super vorstellen können, um sie zum Beispiel im Wohnzimmer aufzustellen oder so, wenn man da einen geeigneten Platz für gehabt hätte. Finde ich super schön. Ja, genau, deswegen. Sammy hat seine Leckerlis entdeckt. Ja, 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 die hat er letztens bekommen in einer Zuschauerpost, deswegen unglaublich. Ja,
plättelt er gerade ein bisschen. Für Sammy habe ich nachher übrigens auch noch was. So, dann habe ich hier mir noch ein weiteres Produkt aussuchen können. Und da habe ich dieses hier gewählt, weil das super praktisch ist. Das ist halt so ein Seifenspender, ohne dass man da was berühren muss. Und den haben wir jetzt bei uns in der Küche stehen und mein Freund hat sich da auch mega, mega drüber gefreut, dass ich mir den ausgesucht habe, weil das einfach praktisch ist. Ich glaube, so häufig wie in den letzten Tagen, wo wir den bei uns in der Küche stehen haben, habe ich mir noch nie in der Küche die Hände gewaschen. Es ist einfach praktisch, weil bei uns kommst du halt ins Haus rein. Wir haben nicht wirklich Flure, wir haben so einen kleinen Flur und dann bist du halt zack schon direkt bei uns in der Küche. Und das Erste, was ich halt mache, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme oder vom Einkaufen oder vom Spazierengehen mit Sammy, so wie gerade, ist halt, dass ich mir die Hände wasche. Und dann bin ich halt immer ins Bad, aber dafür muss ich dann noch so ein bisschen durch die Gegend laufen, um ins Badezimmer zu kommen. Und das ist halt total praktisch. Ich bin dann im Haus und kann direkt runter und muss nichts anpacken, außer jetzt, aber ich habe mir ja eben die Hände gewaschen. Auf jeden Fall ist das hier der automatische Seifenspender. Der ist so praktisch, ne? Da machst du hier oben das Ding auf und kannst da oben dann halt die Seife reinfüllen. Ihr glaubt nicht, wie lange ich gebraucht habe, um herauszufinden, dass man das Ding einfach hochklappen muss. Das war echt wieder so ein typischer Claudi-Moment, ich sag euch das. Und ja, ich habe da halt jetzt die Seife drin. Unten macht man 4 Dreifach-A-Batterien rein, kann hier das Ding auch anstellen und ich mache das hier mal mit, ne, weil ich will jetzt hier nicht meine Hände waschen. Die Seife kann ich ja gleich verwenden und dann hält man das. Geil, wenn man sich einfach selber erschreckt, ne? Kann man sich einfach Seife nehmen, dann wischt man sich die Hände. Ja. Es ist klasse. Ich finde es wirklich großartig. Ich habe da meine Freude mit und ich bin auch super glücklich, dass wir so ein Ding endlich haben. Also wie oft habe ich mir tatsächlich überlegt, sowas zu holen und jetzt haben wir es. Finde ich klasse, gerade wenn du halt auch in der Küche bist. Ich habe dann meistens, wenn ich koche, auch echt Spackfinger. Und also Spackfinger, ne? Also ich habe dann, keine Ahnung, irgendwie Zwiebelkram an den Händen oder Knoblauchkram oder ich habe Fleischsachen an den Händen, ne? Wenn ich zum Beispiel Hähnchen bearbeite oder so, finde ich das immer sehr, sehr kritisch, dass ich dann den Wasserhahn aufmache, beziehungsweise dass ich dann den Seifenspender benutze. So, ja, für den Wasserhahn brauchen wir auch noch eine Lösung. Irgendwas muss da auch noch kommen. Sammy, was machst du denn da? Was machst du denn da? Du bringst Frauchen voll aus dem Konzept. Auf jeden Fall. Genau, für den Wasserhahn brauchen wir auch noch eine Lösung, weil das nervt mich tatsächlich auch. Aber so habe ich dann schon mal Seife auf den Händen und muss halt nicht dieses Seifending bedienen, was ja auch irgendwann so komisch wird, ne? So, finde ich super praktisch, finde ich klasse und ja, ich freue mich, dass ich mir das bei Emaco aussuchen durfte. Kommen wir zu einem ja, weiteren Produkt, was ich mir ausgesucht habe, was ich einfach, ich glaube, das ist eher so aus der Kinderabteilung, ne? Ansonsten findest du halt dort auf der Homepage und auch bei denen im Amazon-Shop, also ich habe euch unten die Amazon-Links reingepackt und der Gutscheincode gilt auch für die Amazon-Page, ne? Ja, da haben die eigentlich eher so den modernen Landhausstil. Aber es gibt auch Kindersachen. Da habe ich mir ja zum Beispiel für meine Expedit-Regale, aber ich habe ja noch in anderen Räumen welche, beziehungsweise ja, da sind jetzt tatsächlich sogar Sammy-Sachen drin, habe ich mir auch solche Einsätze schon ausgesucht. Und jetzt habe ich mir noch was ausgesucht aus der Kinderabteilung, und zwar Once Upon a Time. Und das hier ist ein Schmuckkästchen. Aber Leute, was für eins. Also, wir haben hier natürlich ein Einhorn drauf, ne? Das ist wunderschön. Ich muss das auch noch befüllen, aber dann wäre mir das wahrscheinlich zu schwer geworden. Hier kann man das auch, ist auch ein Einhorn drauf. Dann haben wir hier so eine kleine Schublade. Da kann man dann so Armbänder und sowas reinmachen. Jetzt kommen wir mal zum Innenleben. Mal gucken, ob ich das hier auch schön präsentiert bekomme. Oh, ist das nicht geil? Das ist einfach mit einer Spieluhr. Ja. Und dann hast du da halt so Einsätze drin, ne? Finde ich total klasse. Auch ein Spiegel. Dann steht hier, ich halte es mal eben fest, sonst haben wir die ganze Zeit die Musik am Laufen. Du hast hier einen Deckel. Ein Einhorn halt auch drin, was sich dann halt dreht und was dann, ne, entsprechend zu der Musik tanzt. Ich finde das, ich wollte immer sowas haben, weil in diesen amerikanischen Filmen hat man das immer wieder gesehen. Once, nee, comme un air de conte de fée. Irgendwas mit Luft und einer Fee, ich weiß es nicht. Boah, dieses Ding ist echt stark. Es will sich weiter drehen. Genau, da ist halt ein Spieluhr drin. Jetzt ist es zu. Bam. Genau, aber ich finde das super. Also, ja, da werde ich meine Freude mit haben. Da werde ich auch meine Schmuck
Sachen drin aufbewahren, die ich nicht in denen, also quasi meine Armbänder und Uhren werde ich hier reinpacken, weil für meine Ketten und Ohrringe habe ich eine andere Aufbewahrung, die ich euch auch gleich zeigen werde, was ich mir auch bei Amazon geholt habe. Ja, ich finde sowas total schön. Ich habe erst gedacht, naja, vielleicht, ne, dass ich das aufbewahre und dann vielleicht der Tochter von einer Freundin schenke oder sowas. Nein, ich will es für mich haben. Das darf auch sein. So, das Letzte, was ich mir bei Imago ausgesucht habe, hat ebenfalls einen Hintergrund, denn wir essen eigentlich immer vom Fernseher. Das darf man eigentlich nicht, ne? Ist eigentlich nicht gesund, aber wir machen es trotzdem. Und ich habe da noch so ein uralt Ding, was ich mir dann immer so auf den Schoß lege, wo ich dann mein Essen drauf mache. Und hier habe ich halt so ein Tablett jetzt, ne? Du kannst es theoretisch wirklich als Serviertablett verwenden, wenn du hier die Sachen einklappst. Warte, nicht weglaufen hier. Genau, dann hast du hier einfach ein Holztablett, was man so durch die Gegend tragen kann, wo man, keine Ahnung, wenn man irgendwann wieder feiern darf und Party und wie auch immer, kannst du da auch Sachen draufpacken und dann halt zum Servieren verwenden. 50 x 30 cm und das ist irgendwie aus Bambus oder sowas steht hier drauf. Bambus. Umweltfreundlich. Genau. So könnte mein Frühstück aussehen, wenn mein Freund das so machen würde. Und ich werde es dann tatsächlich so verwenden, dass ich mir das dann auf den Schoß nehme. Dann klappe ich mir die Viecher hier runter. Oder halt für Frühstück im Bett, man weiß ja nie. Und dann kommt das so vor mich und dann kann ich essen. Ich finde das total super. Ne? Also für mich total praktisch, weil ich das halt auch wirklich jeden Abend verwenden werde. Und ich mag das einfach, dass es so ist, wie es ist. Ich mag, dass es hier so abgerundet ist, dass es sich qualitativ auch gut anfühlt. Ich mag dieses Holzige, ich mag dieses, also das Natürliche, ne? Das ist einfach voll mein Ding und deswegen, da werde ich meine Freude mit haben. Und diese vier Teile sind dann dementsprechend auch um 30% mit meinem Code Claudi30 reduziert für euch. Und wie gesagt, guckt in die Infobox, da habe ich euch Links entsprechend reingepackt, dann könnt ihr euch das mal anschauen. So, jetzt kommen wir mal kurz zu den Sachen, die ich für Sammy geholt habe. Und zwar verhielt es sich so, dass ich ich habe mit einer Freundin gesprochen und da hatte ihre Katze halt Probleme mit den Zähnen und so weiter. Und dann habe ich auch überlegt, naja, Sammy ist ja auch schon 6 Jahre alt und dann habe ich mir Sammys Zähne angeguckt. Die sind okay, der hat auch keinen Zahnstein oder so, nichts Schlimmes. Aber ich wollte halt präventiv was machen und ich muss gestehen, wir putzen Sammy die Zähne nicht. Wir haben das mal versucht mit so einem Fingerli, also mit so einem Gummifingerli. Das fand der blöd. Also der hat jetzt nicht gebissen oder sonst irgendwas, aber der fand es halt so blöd. Ne? Deswegen haben wir das auch irgendwann gelassen, ihn auch nicht weiter dran gewöhnt. Mittlerweile denke ich mir, man sollte vielleicht doch was machen. Und deswegen habe ich mir einmal von Amazon diese Dogadent Anti-Plug-Finger geholt. Da möchte ich Sammy jetzt mal so langsam dran gewöhnen. Die Zahnprobleme oder Zahnverfärbungen, die er hat, die hat er auch schon gehabt, als er hier hinkam. Ihm sind nämlich hier unten so ein paar Schneidezähne weggebrochen. Aber ne, das muss wohl irgendwann schon in seiner Jugendzeit passiert sein, keine Ahnung. Da war der ja auf der Straße, da wissen wir nicht, was passiert ist. Aber der hat da so keine Probleme mit. Ne? Also der hat eigentlich gute Zähne, sagt halt auch die Tierärztin. Und das hier sind halt einfach so mit Silberionen. Ja gut, aber das sind halt so Dinger und ich glaube, meine Freundin hatte mir sogar geschrieben, dass man die sogar waschen kann. Also hier steht Gebrauch alle 6 bis 8 Wochen. Nee. Nach Anwendung den Fingerling mit Wasser auswaschen, genau. Aber ich würde ihn gegebenenfalls sogar wirklich in die 40 oder sogar 60 Grad Wäsche packen. Muss ich mal gucken. Deswegen. Also das haben wir jetzt geholt, um ihn halt so ein bisschen dran zu gewöhnen. Dann habe ich halt auch noch was geholt. Na, ich zeige erst das andere. Als ich dann mit meiner Freundin gesprochen habe, habe ich dann auch angefangen, auf YouTube mir YouTube-Videos anzugucken und bin dann auf eine Zahnbürste gestoßen für Hunde. Eine Ultraschall-Zahnbürste, die teurer ist als jede Zahnbürste, die ich jemals für mich selber oder mein Freund für sich auch geholt hätte. Und zwar gibt es eine Ultraschall-Zahnbürste, die nennt sich Emmy Pet. Die Ultraschall-Zahnbürste, Maulhygiene für Tiere, kannst du für Hunde und für Katzen verwenden. Und das Ding ist so teuer.
wenn das nicht hilft, ne? Also im Prinzip nimmst du halt wirklich dieses Ding und hältst es nur auf das, auf die Zähne. Also ich werde dazu auch kein Video drehen, da bin ich jetzt mal ehrlich, ne? Ich kann euch dazu vielleicht mal irgendwann ein Update geben, dass ich das in einem Aufgebraucht-Video oder wenn ich ein Video mit Sammy drehe, dass ich das einfach mal erwähne. Aber ich möchte einfach eine ganz entspannte Atmosphäre schaffen, dass wenn wir das mit Sammy verwenden, dass ich da nicht auch noch Lichter aufbaue oder eine Kamera auf den richte oder sonst irgendwas. Ich hoffe, ihr versteht das. Genau, weil ich glaube, das möchte er auch einfach nicht. Das mache ich mit ihm so oder wir machen das mit ihm so. Genau, und dann geht man wirklich Zahn für Zahn vor. Erstmal muss man natürlich den Hund überhaupt daran gewöhnen, dass er das okay findet. Und dann geht man, wie gesagt, Zahn für Zahn vor. Das Ding hat halt Ultraschallwellen. Das heißt, es macht keine Geräusche, es bewegt sich nicht. Du hältst es einfach nur an den Zahn. Und das in Kombination mit der Zahnpasta. Meine Freundin hat mir gesagt, dass es vielleicht nicht ganz so funktioniert, weil du bei diesen Ultraschallzahnbürsten halt immer genau den richtigen Winkel treffen musst. Ich werde es mal ausprobieren, muss ich ehrlich sagen. Ne? Also, ja, kommt halt so eingepackt. Ich wollte es jetzt hier einfach nochmal zeigen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, weil ich ja auch mal was von Sammy mal erzähle. Ne? Und halt auch, was wir so machen bei manchen Dingen, wenn er zum Beispiel seinen Reverse Sneeze hat oder sowas. Und ja, das hier ist halt echt sehr hochwertig alles. Sie hat ja auch schon, ne, über, ich weiß nicht, hat die 150, 160 Euro gekostet. Ist schon teuer. Sieht aus wie eine ganz normale Oral-B-Zahnbürste, ne? Ja. Ja. Es ist schon teuer. Du hast ja auch eine Zahnpasta mit dabei. Ich weiß nicht, ob die einen bestimmten Geschmack hat oder so. Für Tiere, Emmy-Pet, Zahnsteinbildung, schlechter Atem, Zahnfleischentzündung, Mikrobläschen, bla bla. Es wird wohl irgendwie seinen Zweck haben. Ne? Also die Rezensionen, die ich halt auch gelesen habe auf Amazon, waren halt positiv. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, hier hast du auch zwei Köpfe noch mit dabei. Einen etwas kleineren und einen größeren, je nachdem in welchem Maulbereich man sich so befindet. Muss halt wirklich alles ausgetestet werden und sieht aus wie meine ganz normale Oral-B-Zahnbürste. Nur, dass die hier sich wahrscheinlich einfach nicht bewegen wird. Ja, ne? Fühlt sich alles recht hochwertig an. Mein Freund sagte auch, ob das was wird, ich weiß es selber nicht, ne? Das ist halt dieses Handgerät. Und ja, also diese ganzen Zahnbürsten-Videos auf meinem Kanal sind ja wirklich auch etwas für sich, um das mal so zu sagen. Ich sage nur Armor Brush, das ist ja auch ein bisschen umstritten gewesen, zu Recht vor allem. Zumal die auch irgendwann dann pleite gegangen sind und man leider keine Teile mehr nachkaufen konnte. Das war etwas ärgerlich, aber gut. Ja, jetzt habe ich hier auf jeden Fall die Emmy-Pad für Sammy geholt. Mal gucken, wie der das so findet, ne? Und was ich halt da auch in diesem Video gesehen habe, was ich eben zu dieser Emmy-Pad gesehen habe, dass wenn man halt regelmäßig diese Emmy-Pad verwendet und auch diese Fingerlies verwendet, dass sich dann halt auch entsprechend, sofern der Hund Zahnstein hat, das so ein bisschen lockert. Und dann kann man entweder mit dem Fingernagel das so vorsichtig lösen oder man nimmt sich halt solche Viecher her. Da habe ich aber wirklich, da weiß ich echt nicht, ob ich die für Sammy verwenden möchte, weil da habe ich ja schon Angst vor, ne? Und wenn, müssen wir mal gucken, das erinnert halt wirklich an Zahnarzt, ne? Da hast du halt wirklich so ein, ist das, wie nennt man das, Zahnsteinschieber oder sowas? Das sind halt so richtige Werkzeuge, da weiß ich nicht, ob das alles auch so, ne? Weiß ich nicht, müssen wir mal gucken, wie wir das so anwenden. Das hat zwei Seiten, das eine ist genauso wie das andere. Keine Ahnung, warum da unterschiedlichen Seiten sind. Aber gut, ne? Und dann habe ich hier noch eins. Ich glaube, das ist für die Zahnzwischenräume gedacht. Das ist halt mit so einer kleinen Spitze. Aber ich möchte da wirklich, wirklich, wirklich keine zahnärztlichen Geschichten bei Sammy durchführen. Das ist halt nur so ein bisschen zum ganz, ganz vorsichtig. Alles, was halt wirklich schwere Zahngeschichten sind, lasse ich beim Tierarzt machen. Safe. Aber für mich ist das hier quasi wie so ein bisschen Zahnseideersatz, mehr oder weniger, was wir Menschen ja auch verwenden, eine Zahnbürste, da kannst du auch nicht viel mit falsch machen. So halt mein Gedankengang, ne? Und wenn ich merke, dass Sammy das alles blöd findet, dann lasse ich da auch die Finger von, ne? Ich werde halt gucken, wie ihm das gefällt und dann schauen wir einfach mal. Genau, so mein Plan. Falls ihr mit sowas Erfahrungen habt, schreibt mir die gerne in die Kommentare.
aber bitte konstruktiv, dass alle, die das lesen und die sich daran beteiligen, dann auch was daraus lernen können und nicht, dass da irgendwelche Anfeindungen oder sowas passieren. Weil sowas habe ich unter anderen Videos gelesen, wenn es halt um solche Zahnhygiene bei Hunden ging. Natürlich, alles, was irgendwie medizinisch ist, sage ich auch immer, sowohl beim Menschen als auch beim Tier, geht zum Tierarzt, geht zum Menschenarzt, lasst das abklären. Aber hier möchte ich halt wirklich einfach mal, ne, nur mal so ein bisschen gucken und probieren, weil damit, ja, mit diesen Dingern kannst du, glaube ich, echt, da weiß ich echt nicht, ob ich die anwenden möchte, aber mit dieser Zahnbürste und mit den Fingerlis, da kannst du eigentlich nicht so viel mit verkehrt machen, wenn du es vorsichtig anwendest, ne? Okay, so, ein harter Umbruch von Sammys Mundhygiene rüber zu meinem Schmuck. Und zwar habe ich mir was für meine Ohrringe bestellt, was ich so schön finde. Ich glaube, dass ich das von Amazon habe. Ich meine schon. Oder habe ich das? Ich weiß es wirklich nicht. Oder habe ich das von iCrush? Ich habe mir das auf jeden Fall im Winter schon bestellt. Und das ist auch schon eine ganze Weile hier. Und hier befinden sich auch tatsächlich... Oh, einer ist runtergefallen, den ich von der lieben Michelle bekommen habe. Ein Herzchen-Ohrring. Genau, da habe ich jetzt auch meine ganzen Ohrringe dran gemacht. Na, der will nicht richtig halten. Ja, das ist mit diesen Steckern so eine Sache. Den muss man an ein Steckerblatt machen, weil du hast extra hier so Blätter, wo du die Ohrstecker durchstecken kannst. Und oben hast du dann so Hängedinger, wo du dann deine Ohrhänger reinhängen kannst. Genau. So schaut das dann aus. Ich finde das wunderschön, ne? Also ich glaube schon, dass ich das von Amazon habe. Hier unten kannst du dann noch so ein bisschen was reinlegen. Und ich liebe das. Also wirklich, wirklich schön. Und da habe ich auch allerhand Schmuck aus Adventskalendern oder was ich mir sonst so mal geholt habe. Übrigens wolltet ihr ja schon mal meine Schmucksammlung sehen. Im Prinzip, das hier sind meine Ohrringe. Jedenfalls meine Hänger und doch eigentlich auch meine Stecker, die ich verwende. Ja, doch, das sind meine Ohrringe. Und ich liebe diesen Baum. Ich finde den wunderschön. Und dann habe ich mir 3 Stück davon geholt. Für meine Ketten, und zwar für meinen Goldschmuck, meinen Silberschmuck und für meinen Rosé-Goldschmuck. Hui! Muss ich einmal rübergreifen, denn die stehen immer hier neben mir auf dem Regal. Das hier sind auch so coole Teile. Die gibt es halt in, ich glaube auch in Gold und in Silber. Und ich habe mir die in Kupfer geholt, weil ich die einfach so geil finde. Wir haben ja hier sowieso diesen modernen Landhausstil und dann ist es halt ein bisschen rustikaler und so mag ich das halt auch. Ist ein bisschen roséfarbener als jetzt die Lampe zum Beispiel, die ich jetzt ja auch euch eben gezeigt habe. Deswegen passt das nicht hundertprozentig zusammen. Aber hier haben wir auch unterschiedlichen Schmuck dran hängen, deswegen passt es dann doch irgendwie schon. Genau. Und ja, da kann ich dann halt meine Ketten und Armbänder auch tatsächlich dranhängen. Ich finde das echt schön, ne? Genau. Oh, ja, ich weiß nicht, wie ich euch das zeigen kann, ohne dass jetzt alles runterfällt. Ich verlinke euch das, wie gesagt, in der Infobox, dann sieht man das nochmal hinter weißem Hintergrund. Und ja, mag ich gerne. Ne? Also ich finde das so schön. Hat eine gute Höhe, eine gute Länge. Also für gute Kettenlängen ist es auch echt gut geeignet. Ne? Da mache ich ganz lange Ketten, dass ich die hier oben halt drüber hänge. Und dann, wow, das war ein Fehler. Okay, man sollte es nicht hier oben anpacken, wenn man... Weil es ist nicht fest. Das ist so eine Scheiße. Okay, und hier sieht man dann zum Beispiel eine etwas längere Kette. Ne? Das Medaillon, was mein Freund mir im Adventskalender geschenkt hat. Und das mache ich halt hier oben über diesen Pinöppel drüber und lasse es dann da unten runterlaufen. Dann schlürt das auch nicht über den Boden. Finde ich mega schön. Also die Dinger, als ich die gesehen habe, habe ich mich echt direkt schockverliebt. Richtig geil. So, ja, das dürften jetzt so ein bisschen meine Amazon-Geschichten sein. Achso, hier diese Tageslichtlampe von Beurer. Kann ich euch auch nochmal in der Infobox verlinken. Die habe ich halt sowohl hier im Hintergrund als Hintergrundlicht oder halt auch so ein bisschen für Sammy. Der verlangt sogar manchmal, dass ich das Ding anmache, weil er sich provokativ davor legt, mich anschnaubt, weil ihm tut es wirklich gut, dieses Tageslicht. Ich habe die aber auch bei mir im Büro stehen, also auf der Arbeit im Büro tatsächlich selber. Und wenn wir dann halt so graue Tage haben, mache ich die auch gerne einfach mal an, um meine Stimmung anzuheben. Man kann da richtig Lichtduschen mitnehmen. Das heißt, wenn du dich wirklich ganz, ganz nah davor setzt und das dann irgendwie 10 Minuten, eine halbe Stunde oder so halt in der Pause machst, ne? Sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber sonst nimm es halt mit irgendwo in den Raum, wo dich keiner sieht, keine Ahnung, oder mach es halt zu Hause. Es tut halt wirklich gut, weil es stimmungsaufhellend ist. Und sowas kann ich persönlich sehr gut gebrauchen, weil mich dieses trübe Wetter halt sehr, sehr trist auch innerlich macht. So, das war es aber jetzt auch tatsächlich, ne? Doch, das soll es gewesen sein. Jetzt habe ich alles soweit gezeigt. Wir haben auch noch allerhand Boxen uns geholt. Wir haben
uns auch noch, also so klare Boxen. Ich habe mir Schwerlastregale geholt und so, aber ich glaube, das ist jetzt ein bisschen irrelevant für dieses Video, oder? Ich glaube schon. Deswegen habe ich das jetzt einfach rausgelassen. Ich gucke mich auch gerade um, ob ich hier noch irgendwo in meinem Zimmer was Neues stehen habe. Nö, eigentlich nicht. Also jetzt diese Aufbewahrung von meinen Lippis, die habe ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Bin mir aber nicht sicher, aber ich habe noch ein paar Minuten, bis ich meine halbe Stunde Redezeit hier voll habe. Oh, warte. Ja, also im Prinzip habe ich hier einmal diesen Turm. Den habe ich mir mal letztens geholt. Den finde ich klasse. Den kannst du einmal so stehend aufbewahren. Und man kann ihn auch so hinlegen. Ne? Das ist total cool. Das mag ich für meine Lippis echt gerne. Richtig toll. Aber ich glaube, das habe ich euch schon... Ich weiß es nicht. Irgendwo in einem Schminki habe ich euch das bestimmt gezeigt. Und hier habe ich halt auch noch so einen Lippenstift-Turm. Den kannst du hier halt auch unten drehen. Ne? Also das ist eine Drehplatte. Und da kann man oben Liquid Lipsticks oder kleinere Geschichten reinmachen und an den Seiten halt seine Lippenstifte so reinstecken. Fand ich auch ganz cool. Habe ich bei einer anderen YouTuberin im Video gesehen und fand das total klasse und habe mir das nachgekauft. Und das Ding ist schwerer, als man denkt, weil da halt echt viel drin ist. Voilà. Ja, das war es eigentlich so mit meinen Neuzugängen. Ja, meine Alexa, die ich hier stehen habe, die habe ich aber von meinem Freund zu Weihnachten gekriegt. Ja, ansonsten, die steuert hier mein Studio. Der kann nicht sagen, dass sie das halt illuminisieren oder nicht illuminisieren soll. Weil wenn ich ihr das jetzt sage, dann macht sie alles an oder aus. Das möchte ich gerade nicht riskieren. Ja, doch, das waren jetzt so meine Neuzugänge. Wie gesagt, alle Links unten in der Infobox. Schau vorbei, wenn du da Bock drauf hast. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Denkt auf jeden Fall dran, dass die Aktion von Emarco und mir, also quasi uns zusammen in der Kooperation, jetzt ab heute einen Monat gültig ist. Die 30% Aktion finde ich ziemlich cool, weil das ist schon ein großer Rabatt, ne? Also, ja. Finde ich echt cool. Ihr Lieben, egal, ich laber mal wieder. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lasst es... Nein, ich habe was vergessen. Oh, ein paar Minuten habe ich noch. So, und zwar meine Leggings, die trage ich auch gerade. Mensch, die wollte ich euch doch eigentlich zeigen. Das hatte ich doch eigentlich im Plan. Ja, es ist ein sehr chaotisches Video hier. Und zwar ist das meine neue Lieblingsleggings tatsächlich, weil die hat eine schöne Höhe. Ne? Die sitzt wirklich hier bis zum Bauchnabel hoch. Die sitzt echt angenehm und sehr, sehr locker. Das ist halt auch hier mit so einem dickeren, breiteren Bund und hat eine gute Länge. Ne? Also die fühlt sich auch gut an. Ich mag die enorm gerne leiden. Deswegen wollte ich die noch schnell zeigen. So, jetzt aber. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.